mein Chat verbunden. Ja, Entschuldigung, Bomba, wir sind gerade gestartet. Moment. Du kannst gleich den A38 machen. Moment. Der Chatbot ist jetzt an. Jetzt geht der A38. Sorry, der hat ein bisschen länger gebraucht, aber jetzt ist er an. Jetzt ist er auf jeden Fall an. Und ich grüße euch alle. Von Nein Kids. Wer ist denn schon die Nein Kids? Der Insider war es. Okay. So, ich grüße erstmal danke für euren ganzen Host. Chris hat gehostet, Henrik hat gehostet, Danny hat gehostet. Aber der Hafen ist uns egal. Wir wollen weiter nicht, dass die Passierschein A38. Und jetzt kommt die Grüße, wenn der A38 vorbei ist. Die Passierschein A38! Was soll das Gebrülle? So. Chris war der Erste. Hanni, hallo, ich grüße dich. Danach kam My Bear, dann Bomber, dann Danny Dudley und danach nochmal Chris. Okay, danach Jansoft und Markus ist auch am Start. Und der Insider ist da. Was passiert jetzt? Noch ein Host vom Insider, dankeschön. Und der Patrick ist auch am Start. Und der Coinspacey hostet auch. Mein Gott, jetzt ist aber, jetzt hostet glaube ich jeder, ne? Dankeschön für eure Hosts. Also, Patrick habe ich vorgelesen, ne? Und Markus ist auch am Start. Hanni, Janu, ich grüße euch. Ja, wer ist er denn jetzt alles? Funktioniert es nicht? Host, doch. Da wächst aber das Blonde raus, schon Termin. Ja, ich weiß. Ich habe ja schon gesagt, nach Corona bin ich dunkelblond, dann bin ich nicht mehr hellblond, dann ist alles vorbei. Moment, hat mein Host jetzt funktioniert? Ja. Markus, Coinspacey, Chris Melanese, Insider, Danny und Henrik. Dankeschön für eure Host. So. Ich muss da noch meinen Text vormachen, ne? Kommt einfach nur eure Namen, sehe ich gerade. Also dann, Tüsele. Wie, Chris, gehst du schon? Wieso gehst du denn schon? Hast du schon was geschrieben? Achso, weil der Chatbot aus ist. Nein, der Chatbot ist wieder an. Ganz ruhig, Chatbot ist an jetzt. Ich habe ihn zu spät gestartet. Also, heute geht's weiter mit Outlast 2. Ich denke mal so, also mindestens 2 Streams. Ich sag mal so 2,5 Streams brauchen wir wahrscheinlich noch dafür. Danach werde ich eine Abstimmung machen und ich werde auch für Samstags danach eine Abstimmung machen. Ich muss mal gucken. Ich habe ja noch viele Games auf der Liste. Ich habe euch ja schon mal meine Liste gezeigt. Die wird auch immer voller. Also muss mal gucken, was wir als nächstes spielen. Wie gesagt, ich mache am besten eine Abstimmung für Samstags und für Montags. Dann könnt ihr auch mal mitentscheiden. Ich denke mal so 3-4 Spiele zur Auswahl haue ich euch da rein. Man könnte das selber aussuchen. So. Ich gehe ja trotzdem. Wieso gehst du denn, Chris? Was geht doch noch? Corona, kein Naturblond, Entscheidung eingereicht. Ja, ja, gut, dass wir nicht verheiratet waren, wa? Hallo, du hast mich kennengelernt mit dunklen Haaren, ja? Da war ich nicht blond. Danach spielst du Omsi. Ich will mal sehen, wie du bist. Nee, Simulatoren sind nichts für mich. Wirklich nicht. Das ist einfach... Nee. Da passiert mir zu wenig. Ich brauch was. Ich weiß nicht. Ich guck mir dort immer bei euch an, klar. Aber selber spielen? Nee, das ist nichts. Für mich ist das nichts. Ich glaube nicht, dass ich da Spaß dran hätte. Ich hätte mal vielleicht Bock auf so einen total bekloppten Simulator. Das schon, aber gerade so ernste Simulatoren, das ist... Nee. Das war dunkel da. Das war überhaupt nicht dunkel. Man kann auch vor... Oh, ist das laut. Man kann auch vor... Mein Gott, ist das laut? So, jetzt ist es leider. Man kann auch vorsorglich vor der Ehe schon die Scheidung anreichen. Ich zeig dir morgen mal, wie der Action abgeht. Ja, ich habe es auch schon gesehen bei dir. Da geht eben keiner Action ab. Das ist ja das Problem. Nein, das ist, wie gesagt, es ist okay, wenn ihr das spielt. Ihr habt ja auch alle Spielspaß daran. So soll das ja auch sein. Aber bringt ja nichts, wenn ich da keinen Spaß dran habe. Man fährt halt so ein bisschen durch die Gegend halt, ne? Und da passiert halt gar nichts. Schon genug besorgt. Malware? Was hat denn der Malware besorgt? Bisschen Wasserstoffperoxid. Ja, ich gehe, Leute, ich gehe jetzt bald zum Friseur. Keine Sorge. Ich weiß gerne mehr, wo ich aufgehört habe. Ach doch, ich bin hier geflüchtet vor der Trolle. Und ich muss in diese Richtung. Das ist wieder so ein Wischi-Waschi-Verhältnis hier, wo ich nicht weiß, ob Licht an oder aus. Da hängt einer.
Der hat auf jeden Fall die Augen noch auf. Was? Bewege dich vorwärts? Ja, ja, klar. Muss mich jetzt wieder ein bisschen eingruseln hier. Die Sonne scheint nach draußen. Ist immer dann ein bisschen problematisch mit dem Eingruseln. Ein Teddybär. Aber ich habe die Rolle so runtergemacht. So ein paar Strahlen schimmern noch hier durch. Ansonsten ist es also dunkel hier. Außer halt meine Partybeleuchtung. Kann ich das schieben? Ich kann schieben. Oh, will ich hier rein? Ich will hier nicht rein. Was ist denn hier passiert? Naja, da liegt auf jeden Fall was. Bin ich wieder ohne meine Kontaktlinsen. Oh, ich gehe mal nah dran. 17. Juni. Erzähl mir. Da kommt doch jetzt nicht Tokio, wenn ich vorlesen möchte. Leute! Im Notfall färbt der Insider die Haare. Nee, 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 das lassen wir wieder. Was soll denn passieren? Was wie Gladbeck? Eingruseln. Macht man gefälligst vorher. Das Spiel ist besser. Da sieht man wenigstens was. Horror muss dunkel sein. So, Tokio ist vorbei. Erzähl mir mehr. Gib mir mehr. Du hast 1000 Namen. Und ich kenne nicht einen von ihnen. Ich weiß. Es ist nicht Gott. Ich weiß. Es ist weder Jambe noch Ezekiel. Wie spricht man denn aus? Noch einer der Hunde, die an dieser aufgeblähten Leiche, die in ihrer eigenen Scheiße und verrottetem Fleisch liegt, lecker, angekettet sind. Gib mir Vergnügen. Okay, das Wort sage ich jetzt, glaube ich, nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Mich und schneide meine Haut. Verbrenne mich und berühre mich. Ich bin ein Häutchen. Dass du... Ich weiß gar nicht, ob ich das gerade hier vorlesen will. Dass du durchdrungen werden will. Sei erregt durch meine Furcht. Lass meine Angst dich lüstern machen. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Sag mir, was du willst. Sag mir deinen Namen. Und ich bin dein. Ja, die Texte sind ja schon ein bisschen... Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Guck mal, hier sieht man auch was. Wenn ich Nachtsichtkamera anmache, sieht man auch alles. Alles sieht man hier. Okay, wenn ich ausmache. Nicht so? Die ist, glaube ich, echt tot. Komplett tot. Ein Kirchengebäude. Was? Stromleitung macht. Kommt gerade so eine Satansmusik. Dann kann ich rein ins Kirchengebäude. Dann gehen wir gleich mal hier lang. Jehova dazu sagen. Jachwe. Er weiß doch, hier, ja, Ayo vom Tisch. Da ist, glaube ich, nichts in der Ecke, ne? Dann gehen wir mal zu diesem Kirchgebäude hier. Aber gucken wir erstmal noch, ob wir hier rein können. Ist da auch so. Gab es in der Bibel nicht eine Geschichte? Da wurden alle Türen. Wurden die nicht mal auch mit Blut markiert? Die mit Blut markiert wurden, da kam keine Plage. Oder war das umgekehrt? Ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Hier kam ich doch jetzt nicht her, ne? Nee. Und der hier kam ich eindeutig nicht. Mal kurz, was hier noch ist. Noch mehr Berichte über Berichte. Diese Knochen tragen die Sünde Kains. Ruhe in der Erde, bis du aufstehst. Dein Feind wartet in meinem unbekannten Leib. Möge der Herr meinen Kiefer als knochene Keule verwenden. Nein, möge das bitte nicht der Herr tun. Zahle meine Schuld für die Sünde meiner Geburt. Die Hölle wartet nicht. Was für eine elende Welt. Bleibe wachsam, mit Herz und Hand. Sei bereit, den Teufel in Gottes Land zu töten. O Zion, O Zion.
Okay, warte mal, das ist ein Grab. Das ist kein Grabstein. Können wir mal gucken, wer da liegt. Hier ist nix. Okay, es ging wirklich nur diese eine Tür auf. Oh, das haben wir ja schon gefilmt, ne? Laufen wir in einem normalen Tempo. Ich kann nicht so romantisch schreiben, was? Das war Altes Testament. Die Türen, wo das Blut dran war, ging der Tod vorüber. Genau, irgendwie, irgendwas habe ich noch in Erinnerung. Der Ozeanwerte sind hier im Sommer wieder sehr hoch. Du könntest aber so gut in der Kirche als Aushilfspäpstin arbeiten. So mit Leidenschaft hat das noch nie jemand vorgelegt. Okay, nächstes Mal mache ich mit mehr Leidenschaft. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Da ist schon wieder der dicke Knut. Oder wie hieß der? Da leidet schon wieder jemand. Das kann ich so nicht lesen. An den Pfarrer Trophäten. Warte mal. Muss ich mal anders machen. Chapel's gotta be close. Geht zur Kapelle, Aufnahme ansehen? Okay. Dann halt nicht. Dem geht's nicht mehr so gut. Und so drängt mich das Spiel denn jetzt hier so. Wer von euch war denn schon mal beichten? Wart ihr schon mal in einem Beichtstuhl? Was habt ihr da so Schönes gebeichtet? Könnt ihr auch gerne bei mir beichten. Mary. Nein, ich bin nicht Mary. Ich bin auch nicht Knut. Ach, du hast keine Augen mehr, du Armer, ne? Was steht denn da? Judas. I'm not anybody's father. I just killed me. You have to kill me. Was ist denn, wenn ich dich befreie? Noth is coming back. Knut kommt zurück. Mit Mary. Er liegt leider kein Messer. Er kann dich weder töten noch befreien. Tut mir leid. Oh, wird gespeichert. Ich hab so das Gefühl, ich muss mich verstecken. Da schreit jemand. Ja toll, jetzt krieg ich ja gar nichts mit. Oh. Das ist der dicke Knut. Time to flee amongst the skulls. Wer kommt dann noch? The ashes of a woman unburdened by an immaculate conscience. Mary. Oh, Mist, wäre ich mal da vorne reingegangen. Hätte ich mehr gesehen. Hier sehe ich ja gar nichts. He can't see you. Ich kann auch nichts sehen. It's me, Josiah. Please, tell him I don't. Ich weiß nicht, was da passiert. Lach nicht, das meine ich ernst. Nee, das ist doch nicht ernst gemeint. Oh. Ich habe bisher nur einmal beichtet, vor der Erstkommunion. Genau, vor der Kommunion war ich auch. Seither habe ich nicht mehr gesündet, muss also nicht beichten. Das ist gut, Chris. Ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich da jetzt rausgehen sollte, ne? Da sehen wir noch einen, vielleicht wenn ich mich ducke. Ja, dann sehe ich gar nichts mehr. Where did Val take her? I can't. This is for you, Josiah. Vielleicht ist das besser, dass wir das nicht sehen, was da auch gerade eben passiert. Where's the woman? The womb that harbors the Antichrist. Soll ich da jetzt einfach mal rausplatzen? Ich glaube, dann bin ich sowas von tot. Ah, da sehen wir was. Oh, ich glaube, der zieht ihm die Arme und Beine auseinander, oder? Ich hoffe nicht. Ich will da nicht hingucken. Ich muss aber. Wo ist die Frau? Welche Frau? Auf dem Mountain. Val hat sie in den Mines. Du wirst sie nie wieder zurückbekommen. Nicht bevor der Geburt. Wieso wird es nicht übersetzt jetzt?
Nur von dem einen wird es übersetzt. Wir sind die Hände des Herrn. Wir können nicht versagen. Okay, er ist tot. Ich glaube, die gehen jetzt wieder, ne? Oder? Ich sehe ja nichts. Also, solange der Typ hier noch steht, sollte ich vielleicht nicht da rausgehen. Where the fuck are the mines? Eben Essen machen. Alles klar, bis gleich, Markus. Wenn es mal mit mir zu Ende geht, dann lasse ich die letzte Ölung machen und bin eventuell stehende Sünden auf die Art los, okay? Tot würde er sagen, ist kaputt. Ja, kaputt, tot, alles. Also ich glaube, die sind weg. Ich höre nichts mehr. Oh. Ich hätte vielleicht doch noch eine Sekunde warten sollen. Also ich halte da jetzt nur drauf, weil ein Video gerade zustande kommt. So. Könnte ich aber auch nicht mehr befreien, ne? Ich glaube, das ist hinüber mit denen. Ja, wir gehen einfach mal weiter, würde ich sagen. Scheiße! Ich habe es mir schon gedacht, aber ich wollte nicht wieder da raus, wo ich herkam. Und vielleicht sind die da ja noch draußen. Ihr müsst auch immer ein Schüsselchen mit Weihwasser stehen. Steht nur eine Weihkanne. Kannst du dir dann komplett um den Kopf gießen? Hä? Öffnen! Bin zu blöd, die Tür zu öffnen. Ich hab grad ein bisschen Schiss, wo die hin sind. Ich mir gar nicht vorstellen kann, dass ich wieder zurück muss. Ihr? Vielleicht gibt es ja hier noch eine Tür. Vielleicht gibt es ja auch einen Geheimgang. Ach, hier hätte ich durchcrouchen können. Nein, hätte ich mal auf den Boden geguckt, ich Trottel. Aber hier ist keine Tür mehr. Nee. Und die ist blockiert. Auch gesehen, dass weit und breit keine Tür da war. Ich hier rüberhoppen? Oder hier? Nö. Dann gehen wir doch einfach mal wieder zurück. Schniesel! Weihwasser müsste neben der Tür stehen. Wenn es nur eine katholische Kirche ist. Mein Gott, und Chris quetscht meine Emojis platt. Hier kommen wir nicht durch. Und jetzt sind hier wieder die Häuser, ne? Und jetzt wieder zurück. Weiß nicht so genau. Jetzt ist jetzt irgendeine Tür auf hier. Naja, nachladen, ich weiß. Aber ich muss nachladen, ich sehe sonst nichts. Ist das manchmal so unscharf, ist das stört mich. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind.
Aber hier war ich doch noch nicht, oder? Nee. Ich kam ja einmal von. Ich bin ja über diesen Zaun gesprungen. Hier war ich definitiv noch nicht. Hier muss ich auch rüber. Hopp! Okay. Eine Batterie. Ups. Ach, war richtig. Okay. Da sitzt einer. Der chillt ein bisschen im Schaukelstuhl am Lagerfeuer. Ich sehe aber nicht, was er macht. Gar nichts. So. Wo geht's hier weiter? Also, aua. Was waren da? Stacheln wahrscheinlich. Ist auch kein Loch im Zaun, oder? Hier ist ein Loch im Zaun. Schon wieder ein Teddybär. Ich sehe jetzt nicht schon, ich habe dem doch gerade zugeguckt, wie der schaukelt. So die gleiche Stelle, oder nicht? Käse, danke für dein Host. Ich grüße dich. Boah, da steht einer. Ich habe Angst, dass die mich packt, wenn ich daran vorbeilaufe. Mach mal schnell wieder zu da. Nicht wieder was? Oh, oh, die haben mich entdeckt. Kapitel, ja, das ist wieder. Herzlichen Glückwunsch, Kirche. Ich komm da nicht mehr raus. Ich habe Panik. Geh weg. Wo sind die denn jetzt? Der hat doch gerade geschrien. Hey, he's there. He's in there. Bla bla. Bleib mal im Maisfeld. Auch wenn ich nichts sehe. Er schreit schon wieder. He's right, right behind you. Komm hier nie wieder raus. Hier überall Stapfer. Keine Ahnung. Ich renne einfach. Tschüss. Speichert. Sehr gut. Okay, wenn er gespeichert hat, gucke ich mich jetzt mal ein bisschen hier um. Ist mit der Musik nicht richtig. Hopp! Bin in der Pfütze gefangen. Was, er muss die Mühle stoppen oder was hat er jetzt gesagt? Boah, Musik, erschreck mich nicht so. Nicht so ganz leise die ganze Zeit. Dann macht sie mal. Bom. Weiß ich, wie ich eine Mühle stoppe. Weiß doch auch nicht, wie ich eine Mühle stoppe. Das ist keine Kunst. Oh Gott, jetzt habe ich einen Chat. Warte mal. Ich gebe mal kurz raus. Damit ich alles lese. In der Spielbarkeit ist das Spiel viel besser als Pineview Drive. Ja, das ist ja was ganz anderes, ne?
Das ist keine Kunst, die Winnie Bär. Hallo, ihr lieben Käse. Hier kommt nichts mehr neben heraus. Dieses Grab wird euer Grab sein. Ach so, und jetzt kann ich sagen, ich hatte den Sound Donnerstag den Sound vom Spiel etwas leiser, damit ich nicht so erschrecke. Es ist ja nichts passiert, wo du dich hättest erschrecken können. Ein Jumpscare, ein kleiner war da. Den habe ich ja auch geklippt. Aber ansonsten, da fehlt halt was. Der Insider hat letztens auch schon gemacht. Die Atmosphäre von dem Spiel ist immer ganz cool, von den Pioneer-Sachen. Aber da fehlt einfach das Spiel irgendwie. Die Geschichte fehlt, was du da machen musst, fehlt. Kurbel. Ich muss eine Kurbel finden. Kann ich da rüber? Warte mal. Da ist ein Fenster. Da könnte ich auch rein. Oder kann ich da unten da rein? Oder hier, warte mal. Mal gucken, ob wir hier rein können. Ich glaube mal hier nicht. Ich glaube mal von dem Gebäude aus. Guck mal, was hier ist. Hier ist nichts. Muss ich hier irgendwo hoch? Ich habe gedacht, hier hochhüpfen, ne? Aber das will er nicht machen. Nee, das will er nicht. Hat er denn noch eine Etage hier? Ich sehe hier gerade gar nichts. Schon wieder nachladen. Ich brauche meine Batterien. Hier, ah, da ist die Kurbel. Mal kurz gucken, ob hier was liegt. Liegt nichts. Oh, Musik. Drehen. Ich drücke. Ja, das Spiel war auch verdammt leise, Chris. Ich habe weder deine Schritte gehört, ich habe nicht gehört, wenn die Tür aufgemacht wird, ich habe nicht gehört, wie ein Fenster aufgemacht wird, ich habe das Gewitter nicht gehört, ich habe nichts gehört, als ob das Spiel keinen Sound hätte. Das war krass. Skandal. Nee, Story gibt's da schon. Es sind immer 0815 und flach. Für mich ist die Story, laufe rum und suche Schlüssel. Das ist die Story für mich. Ich weiß nicht. Ah, du musst was trinken. Und Lycra Love, ich grüße dich. Hallihallo. So, jetzt habe ich die Mühle ausgemacht, oder nicht? Erstmal laufe ich voll vor den Pfosten, ja. Was? Oh. Danke, Spiel. Ich habe nicht nachgeladen. Und ich sehe überhaupt nichts jetzt. Ja, ich wollte runterspringen, das funktioniert nicht. Jetzt geht's wieder ab und jetzt habe ich wieder keine Ahnung, wo ich lang muss. Was denn jetzt gebracht hat, ist die blöde Mühle ausgemacht. Naja, ich bin tot, ich weiß. Das nervt, weil man ständig wieder in dieselben Räumen muss. Ja, genau. Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Hab ich die Kurbel jetzt schon? Nein, ich habe das Ding noch nicht ausgemacht. Warte mal, bevor ich die jetzt ausmache, was macht denn Sinn, wenn ich die Mühle ausgemacht habe? Könnte ich hier durchkriechen? Ne? Ja, ich denke mal, da muss ich gleich lang. Ich hatte immer noch die Theorie, dass ich hier rüber kann. Weil das halt auch so aussieht. Als ob ich in das Löchlein da kann. Hier in das.
Aber ich glaube, dahinter ist eine Wand. Das ist, glaube ich, nichts. Should do the trick. Jetzt kommen die doch hin, lauf doch. Was? Wie soll ich da hin? Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Wo müssen wir jetzt hin? Ich sehe deine Lampe nicht mehr leuchten. Geh einfach weg von mir. Lala. Der ist ganz close hinter mir. Ich kann ihn mal quatschen. He's far enough, ja. Mach mir mal, wo ich lang muss. Rechts, links, Mitte. Okay, der Speicher. Mach die Usche wieder! Ja, sie packt mich sofort. Ist das überhaupt eine Usche? Ich glaube, das ist ein Typ, oder? Upsi! Upsi! Habe ich dem anderen ja auch mal gesagt, dass es blöd ist. Moin, Bulic, ich grüße dich! Ich kann hier nicht links und rechts laufen. Ich laufe einfach mal in die andere Richtung. Okay, hier ist eine Mauer. Hier bin ich gerade am Arsch. Jetzt lauf doch hier vorbei. Wo bleibst du denn da hängen? Ich renne einfach. Hier passt du doch mit Sicherheit durch. Eine Mine. Es muss einen Weg geben. Na dann, das ist, glaube ich, ein bisschen außer Puste. Und ein bisschen zu viel gerannt, glaube ich. Ja, aber ich will in die Mine rein, ne? Da passe ich nicht durch. Dann gucken wir erstmal, wo es hier lang geht. Ich würde gerne die Taschenlampe mitnehmen. Könnte ich auch ein bisschen Batterien sparen. Mein Gott, die töten hier aber auch alles, was nicht bei 3 um den Baum ist, ne? Und was stimmt mit denen einfach nicht hier? Oh. Ich muss mich mental auf den Stream vorbereiten. Doch schon, aber ob er es im nächsten Spiel auch umsetzt, ist was anderes. Ja, vielleicht kann er das nicht. Vielleicht fehlen ihm da die Ideen oder so, ich weiß nicht. Wer denn nebenher mal um sie antesten? Um sie antesten! Um sie antesten! Du hast um sie schon 100-mal gespielt, aber brauchst du nichts testen. Alles klar, bis dann, Chris. The Watson Squad Testspiel. Das Spiel kenne ich nicht. Was ist denn das? Für ein Genre? Ich will da nicht durch. Jesus. Das ist schon wieder nicht, ne? Hier liegt nichts. Thank you.
noch eine Taschenlampe, aber der will einfach keine Taschenlampe mitnehmen. Kann ich dran ziehen? Ich gucke aber erstmal, was hier liegt. Gar nichts. Nix. Da liegt ein Bericht. Oder ist es schon wieder jemand hinter mir übrigens? Maler! Schon wieder nicht auf den Bericht drauf. Also, hab ich das nicht. Guck, und jetzt ist schon wieder das hier. Ah, jetzt kann ich wieder rein. Manchmal geht das, manchmal nicht. Oh, ich will das lesen. Hallo. Text anzeigen. Da! Martha, nicht Maler. Martha! Meine Meistgeliebte. Meine Jagdhündin. Mein Racheengel. Val hat Tempelgate verraten. Hat Gott verraten. Hat mich verraten. Zieh tief in dein Herz und nimm deinen Hass und mach ihn zur Strafe. Dieses verfaulten, ketzerischen Schweine. Punkt. Val muss leiden. Um Vergebung betteln, die du ihm nicht geben wirst. Val muss in der Dunkelheit sterben, fernab von Gottes Liebe. All jene, die Val folgen, sollen von dem Tod um Gnade betteln, die dein Herz nicht kennt. Lass Gott für dich gnädig sein, damit du es nicht sein musst. Papa liebt dich, Gott vergibt dir. Knut. Weg. Kann ich das öffnen? Sieht voll so aus, als ob ich das öffnen kann. Aber ich höre das in dem Schlachthaus hier raus, finde es echt ekelig hier drin. Was? Haben wir was auf Luft gemacht? Jemand hat mir die Tür zugemacht. Aber hier gab es ja noch einen Ausweg. Ich habe da gerade jemanden gehört. Ich laufe einfach. Ich dachte, mit dem Haken könnte ich jetzt irgendwie die Tür aufmachen. Kann ich gar nicht, Mist. Wofür ist denn der blöde Haken da? Hier macht keinen Sinn, hier gehe ich zurück. Muss ja irgendwie in die Mine. Wo denn? Ich höre die ganze Zeit jemanden jammern. Muss doch dahinter, ne? Warte mal, da ist so ein Loch. Dann komme ich doch von der Seite aus dahin. Wenn ich hier einfach quer einlaufe. Nee. Hier? Vielleicht hier komme ich ja her, hier sollte ja nichts mehr sein. Keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Achso, ich sollte mal nicht im Kameramodus. Antesten im Sinne OBS, das auch richtig grabbt. Ah, so meinst du das. Okay. Extrem kranker Persönlichkeitstest. General Psycho-Horror, das klingt gut. Von 50 Zetteln steht in einem auch was Nützliches, Sonja. Ich habe auch ehrlich gesagt schon gar keinen Bock mehr, die zu lesen. Also noch nicht mal so ein bisschen Bock. Bisher stand wirklich noch überhaupt nichts Vernünftiges davon. Lass dir mal ein bisschen die Geschichte aufklären von der Frau oder sowas, keine Ahnung. Wäre mal ein bisschen interessanter. Muss ich wieder in diese eklige Fleischerei rein? Will da nicht rein. Vor allen Dingen war da jemand. Ich hab denjenigen noch gehört.
Ich hab so einen blöden Haken. Was mache ich denn jetzt mit dem Haken? Dann hat er mir einfach die Tür zugemacht. Aber wenn die Tür so zu ist, ne, muss der eigentlich hier außen sein. Kann der eigentlich nicht hier drinnen sein. Außer der ist auch hier durch die Lücke rein. Und hallo Miau, du! Ich will hier nicht sein, hier ist es ekelig. Sag mir mal einer, was ich mit dem Haken machen muss. Soll ich hier oben ranhängen? Ach Gottchen, hier ist noch eine Tür. Okay, die ist verschlossen. Hier habe ich ja den Haken her. Warte mal, da ist auch noch eine Tür. Ja, hier habe ich mir nicht richtig umgeguckt, weil ich sie auch so ekelig finde. Wo soll ich denn die dummen Haken hinhaken? Ja, das habe ich ja. Ja, das hatten wir, Spiel. Danke. Ich weiß nicht, wie man... Wo kommen wir den Zaun nicht auf? Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Habe ich ja gerade schon geguckt draußen. Ich finde, das hier sieht auch voll so aus, als ob ich das aufkriegen könnte. Aber es sieht doch total so aus, oder? Guck mal, da ist eine Kette dran. Da gibt es ja keinen Zugmechanismus. Diese Kette kann ich auch nicht mehr ziehen. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hier irgendwo hoch. Käse, Danny, Insider. Sag mir mal, wo ich lang muss, wo ich mit dem blöden Haken machen muss. Ich finde es nicht. Falls ihr das noch wisst. Aber ich gehe einfach hier raus. Guck mal, da passe ich doch gut. Ich habe keine Ahnung. Guck nochmal die Wände hier an. Ob ich irgendwo ein Loch finde oder so. Macht ja keinen Sinn, ne? Hab fast alles von dem Spiel vergessen. Sehr gut! Links von der Haupttür. Ja, Haupttür, meinst du Haupttür zu Scheune hier? Könntest ja jetzt mehrere Sachen meinen. Ich weiß, dass das rechts ist, aber ich dachte, hier könnte ich drunter. Also das ist die Haupttür der Scheune. Und das hier ist links von der Haupttür. Oder du meinst die Haupttür zur Mine, das kann auch sein. Ich guck mal hier. Und hier ist links von der Haupttür von der Mine. Der Scheune, dann gucke ich jetzt mal links von der Haupttür zur Mine. Ah, hier ist die Haupttür von der Mine. Links. Hier ist auch nichts links. Vielleicht meinst du noch eine andere Tür. Hier die Stelle, wo soll ich hier lang? Was meinst du drinnen vielleicht links von der Haupttür? Hier ist ja die Haupttür. Vielleicht meinst du hier links? Nee, auch nichts links. Vielleicht meine ganzen Batterien verschwendet, weil ich es nicht finde.
Weiß ich nicht, wenn ich muss gleich mal im Internet gucken, ich sehe es halt nicht. Ich bin jetzt 5-mal im Kreis gelaufen, Alter. Dies ist eine Kackstelle. Das ist doch nichts, was man hier mit einem Haken machen könnte. Ich spring einfach darüber ein. Ich hoffe, es ist nur eine Runde hier. Wenn ich nichts sehe, gucke ich in den Löser. Das ist zwar blöd, aber ich sehe es halt überhaupt nicht. Ich habe jetzt jedes links von jeder Tür getestet. Ich meine, Nachtsicht nicht mehr aus. Ich mache mal einfach die Kamera aus. Habt ihr noch eine Idee? Ja, kommt nichts mehr? Okay. Ich gucke mal kurz in die Lösung. Das kann ein paar Sekündchen dauern. Was für so findet er denn nicht? Gameplay? Did you know you can- Sorry. Ich guck mal beim Gronkh rein. Ich muss jetzt erstmal die Stelle finden. Oh, den Ton komplett aus, ne? Ja, der hat natürlich viel Werbung in seinen scheiß Videos drin. Nicht mal eben 20 Sekunden, wann ist der denn verrückt? So, mal gucken, wo der gerade ist. Ich glaube, da war ich schon. Es ist natürlich auch mega schwer, die Stelle zu finden. Vor allem ist es doch so richtig dunkel bei dem. Ich kann überhaupt nicht erkennen, wo der gerade ist. Ist gerade auf irgendeinem Balkon oder brennt gerade irgendwas? Gucken wir einfach mal in Part 7 rein. Da war ich glaube schon. Das ist so eins von den Kirchengebäuden. Ja, jetzt ist er in der Szene, wo die Kirche ist. Jetzt läuft er gerade durchs Feld. Okay, das ist nicht mehr weit weg. Moment. Dann muss ich mal in Video 8 gucken. Jetzt ist er gerade an der Mühle, da wo ich das Wasser rausgemacht habe. Ja, jetzt ist er gerade da, wo ich bin. Er sucht leider auch. Weiß nicht, wie weit ich jetzt vorspulen muss, dass ich das finde. Das ist beruhigend, dass ich nicht die Einzige bin, die da hängt.
mal, wo ist er denn jetzt? Da, wo er jetzt ist, war ich noch nicht. Warte mal, nochmal zurück. So, jetzt ist er in dem Schlachthaus. Jetzt ist er da, wo ich den Haken gefunden habe. Der guckt auf jeden Fall extrem viel nach oben. Weiß nicht, ob man das vielleicht oben im Schlachthaus noch festmachen muss, den Haken. Der guckt nur nach oben. Wieso guckt er denn nur nach oben? Weil er findet da auch nichts. Ich muss das mal durchlaufen lassen, weil ich finde die Stelle sonst nicht. Weiß nicht, wie lange er dafür braucht. Ist aber blöd mit Lösungen gucken, ich weiß. Ich glaube, er geht aber auch wieder raus aus dem Gebäude. Ja, er geht raus. Jetzt wieder doch nicht. Der weiß auch nicht, wohin gerade. Ach, komm schon, mach. Jetzt ist er wieder draußen. Komm, zeig mir, wo der Haken hin muss. Ich muss sagen, bei dem, das Gameplay ist extremst dunkel. Weil wenn er seine Nachtsichtkamera nicht anmacht, sieht man wirklich fast gar nichts. Der versteckt sich da die ganze Zeit. Der läuft einfach in der Mitte, da wo diese Leiche runterhängt, läuft er die ganze Zeit im Kreis. Jetzt läuft er wieder zurück. Bei dem ist der Typ auch noch da. Aber der ist hinterm Zaun. Der kommt gar nicht an den ran. Ist er jetzt durch die Tür da gekommen? Komm ich aber nicht durch dich zu bei mir. Jetzt ist er da, wo der Mineneingang ist. Okay, er geht noch weiter zurück. Vielleicht muss ich noch weiter zurück. Okay, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Ja, der schleicht halt die ganze Zeit da. Das zieht sich halt extrem rein. Er schleicht hin und her und hin und her. Und geht noch weiter zurück. So weit zurück glaube ich nicht, dass man da noch was mit dem Haken machen muss. Da war ja nichts. Meint er, ich muss so weit zurück? Ja, der läuft wirklich komplett wieder zurück. So, deshalb habe ich das nicht wiedererkannt. Weil ich halt nicht dachte, dass ich nochmal so weit zurück muss. Aber ich kann mich da jetzt auch gerade an keiner Stelle erinnern, wo man da so einen Haken festmachen konnte. Ich meine, ich kann gleich gerne nochmal selber gucken, wenn er das jetzt auch nicht findet. Problem ist, er ist jetzt komplett wieder zurückgelaufen. Und das Spiel hat gespeichert. Okay, dann ist scheinbar zurücklaufen die richtige Lösung. Dann probiere ich das mal aus. Und kurz wieder die Fenster richtig richten. Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht... seid noch alle da? Um sie läuft. Können wir morgen. Mann, typisch Gronkh.
Ah, der spielt auch mal ganz relaxed und entspannt, ne? Das ist so krass. Der schleicht da wirklich komplett durch. Theoretisch müsste der voll lange gebraucht haben. Also, er ist hier lang gegangen. Ich laufe mal da lang. Ein bisschen schneller wäre, als er es gemacht hat. Quasi hier rechts durch die Lücke, wo ich halt herkam, ist er lang gegangen. Und dann hier lang ist er gegangen. Papieren habe ich, glaube ich, wieder vergessen, wo er lang gegangen ist. Genau, hier an diesem Futterkrug war er. Ich nenne das mal Futterkrug, das ist doch kein Futterkrug. Und dann war hier meiner Meinung nach ein Zaun mit einem Loch drin. Was ist denn jetzt passiert? Ich glaube, ich bin in dem Schleimzeug ausgerutscht. Okay, ich finde es leider immer noch nicht so voll. Aber es muss irgendwo auf dem Weg zurück sein. Ich bin, glaube ich, einmal im Kreis gelaufen, weil hier komme ich her. Super. Okay, hier ist die Tür, die ich immer von einer Seite. Hier ist es auf jeden Fall nicht. Ich kann leider nicht mehr laufen, weil ich zu viel gerannt bin. Juhu! Wir finden das schon. Es kann nicht nur um Stunden handeln, aber wir finden es. Da ist die Lücke, wo er reingegangen ist. Hier. Das Ding ist, bei ihm hat das Spiel hier gespeichert. Ja, geil. Weißt du, bei mir speichert es hier nicht. Als der durch in die Lücke reingegangen ist, hat das bei ihm da gespeichert. Der spielt mit Sicherheit in Schwierigkeit leichter oder so. Ich weiß nicht. Ach, Mann. Und hallo, Ishikawa. Er hat sich in Outlast 2 schon immer unter jedem Bett 5 Minuten versteckt. Nee, das muss ja nicht sein, hä? Wieso kommt denn der jetzt? Ich weiß gar nicht, wo ich bin gerade. Ah, lauf mal schön an mir vorbei. Lauf du mal schön an mir vorbei. Das ist wieder Kapitel 8, Jerusalem, bla bla bla. Ja. So, bis hierhin habe ich es gesehen, bei ihm war ich ja leider nicht. Aber hier scheint es ja richtig zu sein. Der Typ ist ja noch da. Aber ich weiß immer noch nicht, wo der scheiß Haken hin muss, Leute. Ich dachte, hier wird es jetzt weitergehen, aber hier geht es nicht weiter. Kann ich auch nicht durch. Hier schon. Ich kann mich gerade nicht daran erinnern, ob ich hier schon war oder nicht. Hier muss ein Haken hin. Mein Gott, das ist aber. Als ich so weit zurück muss, hätte ich jetzt nicht gedacht. Passiert. Chris Miller Leser hat Bella ein Geschenk am Montag gelassen. Bella ist da, ich grüße dich. Hallihallo. Ich hab's gar nicht mitgekriegt. War gerade wieder ein bisschen im Stress. Und die Vollzeit-Up ist auch am Start. Chris, ich danke dir. Und Bella, viel Spaß mit den Emojis. Ach, war wieder tot, ne? Läuft bei mir. Aber ich weiß, wo ich jetzt hin muss. Ob ich's wieder finde, kann ich nicht versprechen. Aber ich weiß, wo ich jetzt hin muss. Wo bin ich denn jetzt lang gelaufen?
Achso, ich fange hier an. Nett Spiel, nett, nett, nett. Nein. Nein, ich wollte auch erst rennen und mich dann ducken. Geh bloß weg von mir. Herr Speicher, ja. Okay, ich habe es gefunden. Das hätte ich im Leben nicht mehr gefunden. Keep moving. Keep moving. That is the mine. Where the da ist die Mine. Heretics are. That's where they've got Lynn. Errungenschaft freigeschaltet in Babylon. Dann gehen wir jetzt in die Mine. Hallo an alle. Ja, die vor uns. Hallo auch an dich. Wo ist er denn jetzt schon wieder gegengelaufen? Die Mine wird wahrscheinlich stockdunkel sein. Ich erspare mir das wirklich. Also, ich finde es sehr interessant, aber das ist mir einfach zu viel Quatsch, was da steht. Sieht auch creepy aus mit den Kreuzen hier. Hallo Tür? Hallo Türe? Die Tür möchte nicht aufgehen. Aber das sieht doch voll so aus, als ob ich hier hin müsste, oder? Na gut. Sonderspiel Counter-Strike, Sonderspiel Zauberbell. Und Coins, Baby! Danke für 5 Monate! Danit 4 Smiley unterstrich TK, Danit 4 Smiley unterstrich TK, Danit 4 Smiley unterstrich TK, Kons für Kons für ACDFs, ACDFs und natürlich Bierkrüge mit denen angestoßen wird. Bierkrüge mit denen angestoßen wird. Bierkrüge mit denen angestoßen wird. Aber ich danke dir, Coins, Baby. So, mit deiner Hilfe geht jetzt auch die Tür auf. Die geht nicht auf. Da weiß sie nicht, da müssen wir einen anderen Weg finden. Jetzt hätte ich mal wahrscheinlich den Text lesen müssen, weil da was vom Weg steht. Hier ist nichts. Okay, ich guck mal kurz in den Text rein, aber da wird ja nichts stehen. Das glaube ich im Leben nicht. The road to the mine is somewhere around here. Liebste Martha. Da steht einfach wieder nur Quatsch drin. In einer Tour Quatsch. Lohnt sich nie, sowas vorzulesen. Ist hier ein Fenster? Ach, guck mal, ich wollte gerade gucken, ob ich oben rein kann. Boah! Was ist denn jetzt passiert? Warte, warte! This is before I found her hanging. Wake up, wake up! I'm still here. Sind wieder in der Schule. Hier mag ich es am liebsten. Nö, das ist mir zu dunkel. Nö, das ist mir auch zu dunkel. Schade. Ich würde lieber in den hellen Raum reingehen. Mach sowas nicht. Hier ist es auch direkt viel gruseliger. Hier ist direkt eine ganz andere Atmosphäre. Die hätten nur so ein Spiel in der Schule machen sollen. Ist besser als das eigentliche Hauptspiel. Meine Batterie ist so schon wieder leer.
Öffnen. Boah. The Hangman game. With Lynn and Jess used to play. The other half of this must be somewhere. Jessica would have left the Hangman somewhere for Lynn to find. Was steht denn hier? Kann ich noch nicht sagen. Müssen die andere Hälfte finden? Blockiert. Ich muss nachladen, ich sehe sonst nichts. Bin nochmal beim Abspülen. Bis später. Alles klar. Morgen kommt wohl schon das neue Netzteil. Ach so, ich dachte, du hättest schon neues gehabt, die Fold. Hattest du doch gepostet. War das gar nicht das neue? Hauptsache, es läuft erstmal wieder, ne? Hier schon drin? Ja, ne? Ich glaube, ich war hier schon überall. Ich gucke nochmal schnell auf die Tafel, ob da noch so das Hangman-Spiel ist. Das ist der erste Teil. Ich denke mal, ich muss hier in die andere Richtung. Ich hier bei Jessica, Jessica, Jessica. We are loved. Blockiert. Was war das? Ich habe mich einmal schnell umgedreht, habe ich lange Haare gesehen. War noch nicht von uns. Sind wir Jessica? Wer spricht denn da mit uns? Unforgivable, oder was? Muss ich jetzt wieder zurück? Die restlichen Buchstaben eintragen? Wie blockiert? Hier war ich doch gerade drin, oder nicht? Wie finden die den Raum gerade nicht mehr? Kann ich das auf dem Tageslichtprojektor jetzt eintragen? Und jetzt? Ist ja nicht richtig. Also, das liegt nicht richtig. Hier mal hängen. Ich sehe überhaupt nicht, woran ich hängen bleibe.
Ein Stückskin, oder? Kannst nicht mehr schieben. Aber wie? Verstehe ich das gerade nicht. Das ist ja noch nicht richtig. Ist das vielleicht nochmal nach vorne schieben? Ah. Unforgivable. Jetzt aber. Jetzt geht's. Sounds about right. Schwarz Bild zu, Jessica, genau. Markus, habe ich dich schon begrüßt? Ja, ne? Ja, ich glaube schon. Ich habe dich am Anfang begrüßt, ne? Wenn nicht, ich grüße dich, aber ich glaube, ich habe dich begrüßt. Ja, was jetzt? Jetzt wissen wir mal, was da steht. Ach, ich muss schon wieder nachladen. Ich habe bald keine Batterien mehr. How the fuck do I get out of here? Eins, zwei Verbände. Tatsächlich nur noch eine Batterie. So langsam wird's knapp. Ja, ich muss einen Weg hier rausfinden. Blockiert. Ich beeile mich mal ein bisschen. Ich war ja schon überall. Nein, ich will mich nicht verstecken. Ach, guck mal. Hier ist noch die Tür. Dreh dich nicht um! Oh. Ich wollte mich nicht umdrehen. Ich habe mir sowas schon gedacht. Weil die Tür nicht aufging. Bleib einfach hier drin. Tschüss! Ich hab die wenig gut, habe ich schon gemacht, ne? Ja, ich muss aber leider wieder raus, ne? Leute, ich werde heute aber nicht ganz so lang machen. Habe seit zwei Tagen gerade Nacken- und Schulterschmerzen. Das merke ich jetzt schon wieder extrem doll. Muss ich mich jetzt heilen? Zieh so richtig runter bis an den Oberarm. Hier, das ist richtig unangenehm. Meine Batterie, ja! Und jetzt? Toll, ist der eine Raum hier auf? Ich kann nichts machen. Kann ich an den Computer? Ich komme hier wieder nirgendwo durch, wieso nicht? Guck noch mal, ob die Exit-Tür jetzt auf ist. Ich kann die gar nicht anklicken.
will nicht schon wieder eine Batterie hier verschwenden. Kann ich mich nur verstecken. Ach, guck mal. Hä? Komm ich doch rein, oder nicht? Ich verschieben? Jesus ist auch da. Kann ich das Ding hier schieben? Ja. Okay, ich muss nachladen, ich sehe sonst nichts mehr. Musstest du uns leider wieder ins Bett tragen oder warum schuld ich mir jetzt schon? Ich weiß nicht, ich habe erst gedacht, ich habe mich verlegen. What the fuck? Jetzt habe ich das aber schon 2-3 Tage, das ist echt fies, ey. Ich habe hier im Backen angefangen und geht jetzt hier runter. Also wäre gut, wenn ich so spielen könnte, dann tut's nicht so weh. Aber ich muss meinen Arm ja hier drauflegen. Ich steh mal wieder auf hier. Die musste ihm auf den Kopf hauen. Nein, das mache ich, dann mache ich mit rechts. Okay, Chris, gute Nacht. Komm gut ins Bett. Wie gesagt, ich mache heute auch nicht so lang. Ich denke mal so maximal bis 9:30. Je nachdem, wie du es weh tut. Vielleicht sogar noch ein bisschen eher oder vielleicht auch ein bisschen später. Mal gucken, wie lange es aushält. Wäre gut, wenn ich Outlast mit Controller spielen könnte. Oh Christ. Okay, it's not that far. This isn't so bad. Also ich duck mich extra. Was soll ich tun? Was hätte ich denn tun sollen? Ich konnte nichts drücken, ich konnte nicht vor, ich konnte nicht zurück, ich konnte gar nichts machen. Ja, ist nie frei. Oh nein. Das ist ein Miezekatzenengelfein. Ach, jetzt weint Markus wieder. Deshalb, wer was anderes behauptet, ich weiß es nicht. Das sagt uns leider auch nicht, was liegt. Die Faul, glaub mir. Ist der Text noch irgendwo rutscht? Moment. Miau, miaut und schaut lieblich. Das kann man sehen. Das wird auch jeder verstehen. Auch die Winnie ist bestimmt der Meinung, das glaube ich. Sie und wir alle sind das sicherlich. Markus, der Reimer wieder. Ich glaube, ich liege auf dem Kopf, oder? Ja, ich liege auf dem Kopf. Guck mal, vielleicht geht es noch mal ein bisschen besser. Kann gerade nichts machen.
suffering is done. Not words true. Momentous times are upon us. Herablassen? Ach, ich hänge. Mette, er greift jetzt als allererstes zu seiner Kamera. Mette? Natürlich. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, ich nehme den langen Weg. Ich folge mal dem Fluss. Jetzt folgt man immer dem Weg. C, ich drücke nie C, ich drücke mal Steuerung. C, das ist total umständlich. Komm überhaupt nicht richtig dran. C geht aber auch, okay. Also so umständlich ist das nicht. Eine Batterie! Warte mal, hier raschelt was. Das kann ich doch schon wieder hier nicht vorlesen, oder? Lisa, Punkt, 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 hielt seinen Segen für Krankheit und versuchte abzuhauen. Und ich zerbrach ihn. Macht nicht seinen Fehler. Oder begeht seine Sünden. Gott und sein Prophet lieben euch. Lieben euch. Was war das? Ich habe nur Arme oder Beine gesehen, oder was auch immer das war. Ich will mich nicht umdrehen. Ich will mich nicht umdrehen. Okay, ich drehe mich um. Also hier scheine ich nicht durchzukommen. Yoga, die bin ich. Ich mache Yoga. Danke für den Clip. War es da oben eine Höhle? Nee. Aber ich hätte mal da vorne, bevor ich zurückgehe, nach rechts und links gucken wollen, ne? Das mache ich mal. Wie kommt man hier drüber? Hopp! Ah, er will aber auch nie so richtig springen, ne? Lässt sich wieder den ganzen Weg zurückgehen. Fühlt sich irgendwie falsch an. Hier hoch fühlt sich für mich richtig an. Naja, scheinbar muss ich wirklich zurück. Gucken wir mal immer wieder ein bisschen rechts und links, ob wir da hoch können. Ohne Taschenlampe geht es leider nicht. Ohne Nachtsicht. Vielleicht muss ich dem Fluss ja auch gar nicht folgen. Kann ja wieder. Das ist schon wieder. Oh. Schon wieder eine Kackstelle hier. Also die Wand ist es nicht.
Die Wand ist das auch nicht. Wo muss ich denn hier schon wieder lang? Sammel nicht, das geht. Ja, Freitag ist der Insider nicht da. Mal gucken, wenn meine Schulter dann nicht mehr wehtut, vielleicht springe ich da ein. Vielleicht, ist kein Versprechen, vielleicht. Oder vielleicht auch abends nur mit Hilde Nudel oder so. Wenn man eine Runde CSGO. Mal gucken. Ach, hier kann man rein. Boah, der sah aber nicht so dick aus, oder? Da haut einer. Auf mich. Ah, und ich laufe da wieder zurück. Das war jetzt dämlich. Das ist aber, weil der nicht so dick aussah. Ja, normalerweise ist hier Kontaktverbot, ne, Leute? Mehr als zwei Leute. Dürfte immer nur in Zweiergruppen. There's gotta be some other way around. Ja, ich sehe nur diesen Weg hier. Ob der so gut ist, weiß ich nicht. Ich habe gleich keine Batterien mehr. Nichts mehr an Batterien. Das ist verdammt ärgerlich. Ich hoffe, dass hier Batterien liegen. Da! Tut mir leid, du hast mich leider nicht erschreckt. Der hat uns angekotzt. Der kotzt, glaube ich, noch eine Runde weiter. Was ist denn mit denen hier passiert? Ach so. Er wollte mir aufs Maul hauen, habt ihr das gesehen? Nein, der ist drin, der ist drin, der ist drin. Scheiße, ich komme hier nicht mehr raus. Okay, das ist glaube ich jemand anders. Ja. Geh doch raus! Öffnet die Tür nicht! Stehe ich immer noch vor der Tür? Jetzt. Haut er mir aus, Maul? Das ist mir egal, ich will die Batterie, lass mich in Ruhe! Ah! Achso, okay. Okay. Du bist doch ein Arsch, Mann. Ich wollte in Ruhe filmen jetzt. Kopf voll warm mit. Keine Ahnung, wer mir von denen jetzt aufs Maul hauen will.
Weiß nicht, habe ich die Batterien jetzt schon? Lass mich! Push! Putz mich nicht nochmal an, Freundchen. Bleib leider stehen beim Heilen. So, jetzt habe ich die zweite Batterie vergessen, ne? Tut mir leid, ich brauche die Batterien, Leute. Ne, hier lag gar keine Batterie, hier war nur die Kacke. War hier nicht eine Batterie? Hallo! Hau ab! Er öffnet die Tür nicht. Ich glaube jetzt in die falsche Richtung, ne? Mal kurz heilen. Ich glaube, jetzt laufe ich in die falsche Richtung. Es hat sich da irgendjemand in den 7 Wochen dran gehalten hat. Feiert sich selbst mit Alkohol für 20. Ja, genau so muss das sein. Wusste gar nicht, bin allgemein nicht besonders. Genau, notfalls immer mit den Katzis feiern. Ist eh die beste Party von allen. Ich habe jetzt gerade überhaupt keinen Überblick mehr, wo ich hin muss. Hier muss ich hin. Hier hat er doch gerade was gefehlt gehabt, oder meine ich das nur? Du bist doch einfach ab da. Wo bin ich denn gerade lang gegangen, dass ich da an dieser einen Stelle hingekommen bin? Ja, meine beste Orientierung hier im Stall heute. Irgendwie bin ich da gerade nicht lang gegangen. Das ist doch völlig falsch hier. Völlig falsch bin ich hier. Hier komme ich doch her, oder? Ich bin mir gerade ziemlich sicher, dass ich zurücklaufe. Ich komme von da oben. Boah, jetzt bin ich komplett zurückgelaufen. Der Typ, der lässt mich einfach nicht in Ruhe da. Ich komme mit Sicherheit nicht an den Baum vorbei, ne? Ich versuche mal rechts vorbei. Hops, hops. Voll Angst vor denen. So, in der Hütte war ich. Nee. Drücke wie. Dann bin ich hier so ein Weg hochgegangen. Und nicht runter. Bin ich doch genau
Wo hänge ich denn jetzt wieder genau hier hoch? Was muss ich denn hier filmen? Da hinten. Geh nicht um die Ecke. Danke. Und hier geht schon wieder nicht mehr weiter. Kann ich hier runter? Na, hier drüber kann ich nicht, ne? Aber hier hoch kann ich. Die sind so hungrig. Ja, irgendwas stimmt mit denen nicht. Die kotzen mich auch immer an. Mut! Dass ich nicht den ganzen Weg hochgeklettert bin. Wer meine Brille? Seit wann haben wir eine Brille? Wie viel habe ich eigentlich noch? I can still find my way to the mine. Zwei Batterien. Was geht hier ab? Ei. Gut, dass er gerade gespeichert hat. Ja, aber gar nichts gesehen. We have found the skull of Christ. Er schießt mit Pfeil und Bogen auf ihn. Trifft aber nur den Baum. Das ist wieder Rätselraten im Dunkeln hier. Jesus! Blake, dann hoffe ich erstmal in die Knochen richten. Was? Kann ich doch voll rein, oder? Was machen? Speichert, okay. Batterie! Yay! Mach das auch auf. Irgendwann verlaufe ich mich hier nochmal. Toiletten! Toiletten!
ein Leckerli fürs Gassi gehen. Wollen wir die Toilette benutzen? Wollen wir das? Ah, Schultoiletten sind immer ekelig, wirklich immer. Was? What the fuck? Don't go. Wie soll ich denn so schnell filmen? Ich hab nicht den Speedfilmer hier drin. Sie sehen? Wie Sie sehen? Sehen Sie nichts. Batterie! Aber hier sind mal wirklich schön viele Türen, oder? Was? Batterie ist schon wieder leer. Der Raum ist mal hell. Noch eine Batterie, mein Gott, was ist hier los, ey? Mit dem Batterielade-Sammelsimulator. Ich warte mal nach, bevor gleich wieder eine krasse Rennszene kommt oder so. Aber was steht da jetzt? Strangely? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jessica hat gerne Hangman gespielt. Scheinbar wortwörtlich. Hier geht's nicht rein. Hier geht's nicht rein. Und da geht's jetzt hoch. Er speichert. Leute, sag ich mir nicht böse, aber ich glaube, ich mache hier mal einen Cut. Mein Arm fällt mir fast ab. Leider heute nicht ganz so lange, aber letzte Woche habe ich ja 5-mal gestreamt. Ich guck mal. Vielleicht mache ich Freitag Insider-Ersatz. Vielleicht. Ich kann es noch nicht versprechen. Und, Herr Yooka-Laylee wollte ich ja auch nochmal die Woche weiter streamen. Ich guck mal. Ich kündige das mal spontan an. Aber das funktioniert nicht mehr. Es ist kaputt hier. Ich mache mir eine Wärmflasche drauf, lege mich jetzt nochmal hin. Hoffe, dass es morgen ein bisschen besser wieder ist. Heute Mittag ging es wieder eine Zeit lang, aber seitdem ich meinen Arm hier wieder so anhebe, ist es wieder irgendwie kacke. Und das zieht wirklich von hier unten bis hier unten rein. Das tut mir so da weh heute. Ja, ich guck mal, kann ich euch noch irgendwo hinhosten? Noch mal ein bisschen Musik eben. Musik eben. Da ist die Musik. Oh, Arcos ist online, ne? Und sehe ich gerade keinen. Let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want. Ja, gerne, gerne. Genau, kommt gut ins Bett. Kommt gut in den Dienstag. Ich, ach, wo ist der August zum Beispiel? Jetzt kein anderer, ne? Ich verabschiede mich mal auf die Schnelle heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm a loner. When everybody thinks they know ya. And y'all don't even know I own ya. And now I'm ready taking over.
Cause every day I'm here.